Hallo Borg, hi der, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, und diesmal wieder alleine. Matze habe ich ausgewiesen, der ist in München unterwegs, aber der muss uns trotzdem noch das Wetter bringen. Ich glaube nicht, dass er Schnee aus München mitbringt, aber wir werden sehen. Jo, dann kommen wir mal schnell zu den Nachrichten, die wir hier so haben. Als allererstes mal einen Hinweis, und zwar die Arbeitsgemeinschaft Grün, die sich ja hier für die Natur hier in Borkheide engagieren möchte, tagt am 27.01. ab 19 Uhr wieder im Gemeindehaus. Wer da Interesse hat mitzumachen, kann sich dort mal hinbegeben. Dann gibt's eine Info, ja, finde ich eigentlich auch ganz gut so mittlerweile, und zwar geht's um den Straßenausbau zwischen Glindow und Kleistow. Die Straße ist ja bekanntlich ziemlich fertig und die soll ab April erneuert werden. So, das heißt, die Autobahn ist noch nicht ganz fertig. Die soll ab Juni, glaube ich, fertig werden. Aber dann ist Kleistow dran, also zwischen Kleistow und Glindow. Wobei, ich freue mich ja eigentlich drauf, wenn die richtig fertig ist. Aber wie gesagt, es geht ab April schon los. Und dort soll dann parallel auch ein Radweg entstehen. Und das Ganze soll bis Mitte 2021 gehen. Unter anderem soll natürlich auch ein Kreisverkehr am Spargelhof gebaut werden. Und hoffen wir, dass das nicht so lange dauert und dass der Verkehr dort nicht allzu lange blockiert ist. Jo, dann gibt's gar nicht so viel diesmal. Es sind ja bald Ferien, in 2 Wochen nur noch. Dann sind schon wieder Winterferien. Winter ist gut. Es ist von Winter nicht viel zu sehen. Und weiter geht's hier mit Fußball, diesmal mit der F-Jugend vom Borkheider SV 90. Die haben bei einem Turnier in Treuenbrietzen bei einem Teilnehmerfeld von 6 Teams mit 10 Punkten und 12:2 den 2. Platz errungen. Herzlichen Glückwunsch. Ungeschlagener Turniersieger war diesmal Darmsdorf Lenin. 3. wurde Niemek, dahinter Kaputbrück und Belzig. Und gespielt haben diesmal Karl Georg, Jonas und Jonas, Matteo, Thiago, Philipp, Pepe und Emile. Von diesem hochmotivierten BSV 90 Schützling traf 4-mal Pepe, 3-mal Philipp, 3-mal Emile und 2-mal Jonas. Und nicht nur die waren unterwegs gewesen, auch die Herrenmannschaft hat wieder gespielt. Die müssen ja auch trainieren, weil geht ja im Februar dann wieder weiter. Und auch die haben einen 2. Platz errungen, und zwar beim Kloster, beim 4. Klostercup. Und zwar ging es da in Lenin. Das war der 4. Klostercup des SV Kloster Lenin. In der Vorrunde spielten sie gegen Lenin 2:1. Im 2. Spiel war der Gegner Blau-Weiß Redel und auch hier spielten die Jungs unentschieden 2:2. Im 3. Spiel dann der 1. Sieg. Die Mannschaft aus Schenkenberg konnte 3:0 bezwungen werden. Das letzte Vorrundenspiel musste dann die Entscheidung bringen, ob der BSV 90 ins Halbfinale einziehen kann. Der Gegner war der in der Kreisliga spielende Gastgeber Lenin 1. Dieses Spiel wurde letztendlich verdient mit 2:0 gewonnen und so zog der BSV 90 als einzige ungeschlagene Mannschaft der Vorrunde ins Halbfinale ein. Der Gegner dort kam von der Spielgemeinschaft Lok Viktoria Brandenburg. Nach einem schnellen 0:1 Rückstand steigerte sich die Mannschaft und konnte letztendlich auch dank 3er Tore von Max Schmeling mit 4:1 den Sieg sichern und somit ins Finale einziehen. Dort ging es dann nochmal gegen den Gastgeber Lenin 1, welcher sich im Halbfinale gegen Juventus Q Alpha Potsdam im 7-Meter-Schießen durchgesetzt hatte. Das Finale wurde leider deutlich mit 7:2 verloren, was der Freude zum Erreichen des 2. Platzes allerdings wohl keinen Abbruch verlieh. Gekrönt wurde der 2. Platz mit dem besten Torschützen, und zwar war das wieder der Max Schmeling. Der hat insgesamt 7 Treffer erzielt und durfte dafür den Pokal in Empfang nehmen. Auch dafür natürlich herzlichen Glückwunsch. So. Der BSV 90 spielte mit folgenden Spielern. Christian Gehler im Tor hat seine Sache gut gemacht. Tim Exner, Mojo, Marvin Schenke, Lukas Rütz, Fabius Hünig, Steve Krüger, Tobias Zander und Max Schmeling. Jo, so viel zum Sport. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Wetter und das überlassen wir trotzdem dem Matze, auch wenn er nicht da ist. Bitteschön. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Heute kommt das Wetter mal aus dem Waldbad in Borkheide. Oder vielleicht München, würde ich sagen. Tja Lutze, da musstest du heute schon mal alles alleine machen, wa?
Aber dann nervt dich halt auch keiner an der Seite. Mich hat es ja nach München verschlagen und die Temperaturen hier sind 5 Grad kälter als bei uns, nämlich abends um die 0 Grad und in der Nacht wird es noch bis auf minus 5 runtergehen. Nicht zur Bockheide, da sind wir 5 Grad wärmer im Durchschnitt. Tagsüber um die 5 Grad, nachts um die 0 Grad. Ein bisschen Sonne am Anfang der Woche, ein bisschen mehr Wolken Richtung Ende der Woche. Und ansonsten würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Woche. Tschüssi aus München. Ja, vielen Dank, lieber Matze. Schön, dass du auch von auswärts arbeitest. Das war's eigentlich für heute, für diesen Montag kurz und knapp. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Sehen uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin alles Gute, euer Lutzer und tschüss.